Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster hatte am Mittwoch, den 13. Juli 2011, das Stadion Festwiese im Beisein vieler Prominenz aus Wirtschaft, Sport und Politik nach grundlegender Sanierung eröffnet. In seiner Ansprache hob der OB die Wichtigkeit dieser neuen Sportstätte hervor. Mit diesem Stadion die Tür öffnet, dass Leichtathletik eine herausragende Trainingsstätte bekommt, aber auch eine Wettkampfstätte, wenn auch zunächst mal, was die Tribünen angeht, in einem kleineren Umfang. Das war uns wichtig, denn wir haben eine ganz zentrale und wichtige Stätte der Leichtathletik, des Wettkampfs, verloren mit der Entscheidung der Mercedes-Benz Arena mit dem Ausbau zu einem reinen Fußballstadion. Das ist vielen, zumindest mir, ist das sehr schwer gefallen. Aber wir haben uns dann nach langem Abwägen dazu durchgerungen, nicht zuletzt auch aus einerseits aus Gründen, dass die Leichtathletik, die internationale Leichtathletik, nicht mehr so groß und stark ist, dass sie dieses Stadion füllen kann. Der Präsident des Württembergischen Leichtathletikverbandes, Jürgen Scholz, sagte dazu: Beim Dreizehn also Baden-Württembergischen Leichtathletik ist in Deutschland Spitze. Und dazu trägt und tragen natürlich Sie rein, alle Trainerinnen und Trainer. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch an Sie mal ganz persönlich ein großes Lob aussprechen und möchte Dankeschön sagen für diesen tollen Einsatz für die Leichtathletik, auch wenn wir nicht immer einer Meinung waren, was das weiter hinten anbelangt. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß, ich habe einen hervorragenden Fürsprecher für die Leichtathletik und es ist nicht ganz einfach, gegen so starke Konkurrenz wie Fußball zu bestehen. Aber wir tun unser Bestes und Sie tragen dazu bei, dass die Basis dafür geschaffen wurde. Und dafür herzlichen Dank und viel, viel Vergnügen und ich nehme Sie beim Wort. Wir kommen hierher mit deutschen Meisterschaften, in welcher Altersklasse auch immer, aber wir kommen. Schlüssel. Nach der Schlüsselübergabe zeigten Schüler sowie Kader- und Nachwuchsleichtathleten ihr Können unter dem Motto von der Bananenkiste zum Hürdensprint. Das Stadion Festwiese ist nun zentrale Trainingsstätte für die Leichtathletik und Bestandteil des Olympiastützpunktes. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.